Helene Fischer weinte. Es war Sarah Connor, die verraten hat, dass ich schwanger bin. Helene Fischer scheint die Schuldige gefunden zu haben, die der Presse ihre Schwangerschaft enthüllt hat. Und niemand Geringeres als ihre enge Freundin Sarah Connor. Als Helene diese Wahrheit erfuhr, konnte sie ihre Tränen nicht zurückhalten. Sie konnte nicht glauben, dass Sarah Connor sie verraten hatte. Vor 3 Monaten in der Zeit zurück. Eines schönen Tages wachte Helene Fischer wie immer um 7 Uhr morgens auf. Neben ihr lag ihr Freund Thomas Seidel. Sie fühlt sich so glücklich und liebt das Leben. Plötzlich fühlte sich Helene Fischer unwohl und übel. Helene Fischer und ihr Freund gingen sofort zum Arzt. Nach einem Morgen gab der Arzt das Ergebnis bekannt. Helene Fischer ist im 3. Monat schwanger. Als sie vom Arzt die Nachricht von ihrer Schwangerschaft hörte, brach Helene in Tränen aus. Sie ist glücklich, denn ihr Traum, ein Baby zu bekommen, ist endlich wahr geworden. Dann überbrachte sie die guten Nachrichten ihren Eltern und ihrer besten Freundin Sarah Connor. Aber leider hat Sarah sie verraten. Sarah Connor verkaufte die Nachricht von Helenes Schwangerschaft zu einem hohen Preis an die Medien. Warum muss Sarah Connor der Presse mitteilen, dass Helene Fischer schwanger ist? Helene Fischer will ihr süßes Geheimnis für sich behalten. Aber weil Sarah Connor den Mund nicht halten konnte, war Helenes Schwangerschaft aufgewühlt. Wie Helene reagierte und warum gute Nachrichten tatsächlich das Ende einer Freundschaft bedeuten können. Helene Fischer macht kein Geheimnis daraus, wie sehr es sie verletzt, diese Freiheit nun nicht mehr zu haben. Leider wurde eine Nachricht offengelegt, die wir gerne noch ein bisschen privat für uns gehalten hätten, zürnt sie. So schön meine derzeitige Verfassung auch ist, hätten wir gerne noch etwas länger gewartet, bis diese Nachricht die Öffentlichkeit erreicht. Der vorwurfsvolle Ton lässt nichts Gutes für die Person mit dem lockeren Mundwerk an. Denn kein Verrat trifft tiefer als einer aus dem näheren Umfeld. Wer der Übeltäter war, der Verdacht fällt auf keine andere als Helenes Kollegin und Freundin Sarah Connor, die doch selbst stets größten Wert auf die Wahrung ihrer Privatsphäre legt. Aber von vorn, als Helene vor etwa 2 Monaten per Instagram-Umfrage von ihren Fans wissen wollte, mit wem sie sich ein Duett wünschen würden, stimmten viele für Popstar Sarah Connor. Die meldete sich prompt mit dem Einwand, ich dachte, du seist schwanger? Ups. Zwar ruderte die Sängerin hastig zurück, schob Scherz hinterher. Doch da war die Katze längst aus dem Sack, das Gerede nicht mehr zu stoppen. Was einem Medienprofi wie Sarah durchaus hätte klar sein müssen. Ausgerechnet Helene, über deren Familienplanung immer wieder heftig spekuliert wurde, seit sie sich ihre Bühnenauszeit gönnte. Jetzt wird die Jagd auf uns wohl losgehen, schreibt sie ahnungsvoll und fleht geradezu um Respekt vor unserer Privatsphäre, um sich uns den werdenden Vater, ihren Freund Thomas Seidel, zu schützen. Doch sie wird selbst wissen, dass diese Bitte vermutlich nicht erhört wird. Was denkst du über enttäuscht? Helene Fischer weinte. Es war Sarah Connor, die verriet, dass ich schwanger war. Bitte unten kommentieren und nicht vergessen, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um Helene Fischer zu unterstützen. Besuchen Sie unseren Kanal, um die neuesten Nachrichten von Prominenten zu verfolgen. Vielen Dank.